Pilotprojekt von der Gemeinde Kleinmachnow auf Wochen im Voraus gebucht. Ein Netzwerk an Ausleihstationen, dass es jetzt hier nicht irgendwie einen festen Betreiber gibt. Und herzlich willkommen. Hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Es ist Montagnachmittag. Ich bin in Kleinmachnow natürlich mit dem E-Bike unterwegs. Da steht es. Und ich wollte euch das hier zeigen. Unser E-Bike-Verleih-Container ist geliefert worden. Also unser, nicht meine persönlicher, auch nicht der von der Interessengemeinschaft, sondern der steht jetzt hier, ist aufgebaut worden. Pilotprojekt von der Gemeinde Kleinmachnow, angestoßen durch die lokale Agenda und natürlich durch Inno2Grid, einer Firma. Hallo Christian, Frank-Christian Hinrichs von Inno2Grid. Super Job gemacht, vielen Dank. Die sind ansässig am EUREF-Gelände und machen intelligente Quartierstechnik. In diesem Container, den ihr hier seht, könnt ihr demnächst E-Bikes in Kleinmachnow ausleihen. Es wird ein Ladenetz werden und eine Ausleihstation werden, wo man sich E-Bikes an verschiedenen Orten ausleihen kann. Ihr seht hier oben drüber auch Solarmodule, mit denen die E-Bikes geladen werden. Das Ganze hat natürlich auch für den Winter noch zusätzlich einen ganz normalen Stromanschluss, aber ein Teil der Energie kommt hier oben aus den Solarmodulen, die hier installiert sind. 6 Stück, ich schätze mal, die haben so ungefähr 185 Watt an Leistung. Ich muss gerade gucken, dass hier nicht Leute gefilmt werden, die nicht gefilmt werden sollen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist natürlich mit an der ganzen Geschichte beteiligt und es soll, wie gesagt, ein Netzwerk an Ausleihstationen werden, zum Beispiel in Stahnsdorf, in Kleinmachnow an anderen Stellen, in Teltow bis Zehlendorf Süd und natürlich, das Ganze kann natürlich auch an ganz anderen Orten aufgebaut werden. Also wenn ihr Interesse daran habt, solche Leihstationen in eurer Gemeinde, in eurer Stadt auf die Beine zu stellen, dann wendet euch doch mal an die Firma Inno2Grid, die kümmern sich dann darum. Cooles System, das Ganze wird eröffnet am Mittwoch um 15 Uhr hier am Rathausmarkt in Kleinmachnow. Wenn ihr also Lust und Interesse habt, dann kommt einfach vorbei und schaut euch das Ganze an. Und ich finde es eine coole Sache, ein Beitrag zur Verkehrswende hier in Kleinmachnow, einer Vorortgemeinde von Berlin, die ja im Autoverkehr erstickt. Und ich finde es echt eine wahnsinnig coole Geschichte, dass das hier veröffentlicht, dass es hier jetzt live gehen kann, nicht veröffentlicht, dass das live gehen kann und dass es genutzt werden kann. Wie kann man Kunde werden? Das ist ganz einfach. Es gibt hier, ich zeige euch das mal hier an der Seite, könnt ihr das sehen, da ist es, gibt es zwei QR-Codes, da sind sie, so, die auf eine App verweisen, das probiere ich nachher auch gleich mal aus. Dann kann man sich hier ein Fahrrad ausleihen, kann es 6 Stunden lang nutzen, muss es dann wieder zurückgeben. Die genauen Konditionen weiß ich jetzt im Moment noch nicht, aber das ganze Ding sieht unheimlich cool aus. Ich finde es richtig klasse gemacht. Im Container-Design finde ich sehr, sehr cool und ich hoffe natürlich sehr, dass es ein Erfolg wird. Was aber an der Sache noch interessant ist, ist nämlich die Idee, dass es jetzt hier nicht irgendwie einen festen Betreiber gibt, sondern dass das Ganze auch ein bisschen in Bürgerhand gehen soll. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger sind auch aufgerufen, hier immer zu gucken, ob alles mit den E-Bikes okay ist, ob mit der Station alles okay ist und eventuelle Schäden auch zu melden. Also so ein bisschen auch die Idee von Bürgern für Bürger aufzunehmen. Was mich natürlich besonders auch freut, ich bin ja hier in Kleinmachnow Mitglied der lokalen Agenda Energie und Klimaschutz und wir haben vor mehreren Jahren ein E-Bike-Verleih auf die Beine gestellt und zwar hier drüben, das könnt ihr hier sehen in diesem Gebäuderiegel, das ist ein betreutes Wohnheim in Kleinmachnow. Da haben wir jetzt schon vor, ich glaube, 5 Jahren 2 E-Bikes positioniert, die dort bisher ausgeliehen werden konnten für Leute, die E-Bikes kennenlernen wollen, die das noch nicht kennen, konnten sich E-Bikes ausleihen für bis zu 14 Tage kostenlos. Das Ganze ist hervorragend angenommen worden, viel, viel besser, als wir das erwartet haben. Die E-Bikes waren zum Teil auf Wochen im Voraus gebucht. Man musste also ewig warten, um mal so ein E-Bike zu kriegen. Die Bikes gibt es auch heute noch. Und dieses System hier, und das freut mich einfach persönlich wirklich sehr, ist so ein bisschen die Grundidee gewesen für diese Geschichte hier. Es hat vor allem gezeigt, dass die Leute das annehmen, dass sie Interesse haben an E-Bikes, dass sie es annehmen, sich auch Fahrräder mal auszuleihen. Vielleicht muss man ja nicht unbedingt ein eigenes haben. Stichwort einfach mal einen spontanen Ausflug am Wochenende zu machen. Und es freut mich wahnsinnig sehr, dass hier jetzt demnächst dann weitere Bikes zum Ausleihen bereitstehen. Vielleicht auch für euch, wenn ihr Lust habt, hier mal hierher zu kommen
und das mal auszuprobieren. So, wie gesagt, am Mittwoch um 15 Uhr ist hier die offizielle Eröffnung. Ich weiß nicht, ob ich da sein kann. Ich versuche es. Es wird dann demnächst aber mit dem Frank Christian auch nochmal hier von Inno2Grid hier auch nochmal ein spezielles Interview zu dem Thema geben, wo wir euch das alles nochmal ganz in Ruhe vorstellen. Ansonsten seid ihr, wie gesagt, herzlich eingeladen, jederzeit hierher zu kommen und euch das anzugucken. Das soll es erstmal aus Kleinmach nur von mir für euch gewesen sein. Ich flitze jetzt mal meine Erledigung machen und hoffe, ihr habt heute noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.